Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen bei Imbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Was ist momentan bei Krebs los, bitte? Krebs, Krebs, Krebs. Was ist momentan bei Krebs los? Die Weltkarte. Schau mal. Das ist ein... Oder die Weltkarte ist ein bisschen... Stell dir vor... Warte, ich passe das Licht an. Stell dir einen älteren Rentner vor oder eine ältere Rentnerin. Stell dir eine 80-jährige, 85-jährige Dame vor. Und dann gehst du dahin und sagst... Liebe ältere Dame, ich wurde belogen, ich wurde betrogen, so hat er mich hintergangen, so hat dieser Mensch mich verarscht, so hat dieser Mensch nicht abgeliefert. Wie würde dann diese 80, 85-jährige ältere Dame reagieren? Ist so ein Schulterzucken und ein Hey, scheiß doch drauf. Kann doch die Ramage vorbeigehen, leb doch dein Leben, ja. Lass doch nicht zu, dass das dein Leben bestimmt, Man sieht ja vor allem eben solche Damen hardcore umgehen mit ihren Mitmenschen, ja, und diesen Mindset hast du momentan, Krebs. Ist mir doch scheißegal. Sollen die mir doch am Arsch vorbeigehen, ja. Siehst du, wir haben hier die Weltkarte und du befindest dich hier in einem Kreis. Du sagst, meine Welt ist tipptopp. Meine Welt ist tipptopp und vor allem muss ich da gar nicht andere da reinlassen, ja. Und ich kann selber bestimmen, wer da in meiner Welt ist. In meiner Welt ist alles schön. Ich habe meine Kaffeemaschine, ich habe meine Wohnung, ich habe da einen Balkon, der in Richtung Süden liegt. Und dann habe ich meine Paprikas, die gedeihen momentan. Ich darf bald Paprikas ernten. Und dann eine gute Freundin will mich nächste Woche treffen. Also ein soziales Leben habe ich auch. Meine Welt ist super. Und alle anderen dürfen mich auf gut Deutsch am Arsch lecken. Ich spüre so ganz stark so eben diese freche Art einer älteren Dame, eines älteren Herrn. Die ältere Menschen machen das hier sehr schnell. Vorher bringen sie einem noch bei, dass man das nicht sollte und dann merkt man einfach, oder? Sobald die Zeit knapp wird, hat man viel weniger Zeit für den Bullshit anderer und wird frecher und oder befördert Menschen schneller außerhalb von diesem Ring. Und du bist momentan in einem Modus, Krebs, wo du dir selbst mehr als genügst. Wow, mir geht's fantastisch ganz alleine. Ja? Und wo du einfach nur froh darüber bist, dass du hier nicht irgendwelche Defizite von anderen ertragen musst, nur damit sie in deiner Welt bleiben. Ja. Es ist die Weltkarte. Ich sehe dich nicht jagen. Ich sehe dich nicht Ausschau halten nach Jägern. Gar nicht. Nee, du willst weder jagen noch gejagt werden. Du nach außen, in Bezug auf deine Beziehungen, auf deine Verbindungen nach außen, du machst dir da keinen großen Kopf drum, Krebs, weil du es nicht brauchst. Und dir geht es ja gut. Okay, gut. Übrigens darfst du mit der Weltkarte dich darauf gefasst machen, dass sich deine Welt in den nächsten paar Monaten, Krebs, komplett verändern wird. Das schiebt sie noch hin, das schiebt sie noch nach, während sie zur nächsten Karte geht. Ja, Krebs. Fünf der Kelche. König der Münzen hier. Das bist nicht du. Nein, das bist nicht du. Mit diesem König der Münzen hier haben wir eine Person, der die dir gegenüber zwar Interesse gezeigt hat, aber sich nicht wirklich bemüht hat. Okay, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, das hier ist Kelch, das hier ist Münze, das ist das, was dieser Mensch ist, König der Münzen, investiert in seine, ihre Wohnung, ist in den meisten Fällen ein Mann hier, investiert in seine, ihre Wohnung, Job, Kleidung, Hobbys, ja, investiert so wie du in den eigenen Lebensraum sozusagen. Siehst du hier den Wolf, ein Jäger, ja,
das ist mittlerweile bei diesem Menschen ruhiger geworden. Ja, ist ruhiger geworden. Dieser Mensch ist nicht ein Jagdtyp. Ich habe hier 5 der Kelche liegen. Da passiert ein Ass der Kelche, 2 der Kelche, 3 der Kelche, 4 der Kelche. Und jetzt ist man hier bei 5 der Kelche. Ich habe schon vorher erklärt, Kelche sind Gesten der Freundlichkeit. Das ist, also nächsten Monat gibt es die Juli-Legungen und dann hast du Rabatte bei dir. Bei deiner Monatslegung gibt es dann Rabatte. Verpasst das nicht, das ist nur eine Geste. Gut, das ist auch schon Ass der Münzen von mir. Ich schenke euch ja was. Gut. Geste der Freundlichkeit ist, dass ich das Licht hier richtig einstelle, damit du alles besser siehst. Oder wenn ich etwas näher hinhalte, um dir wirklich etwas detailliert zu zeigen, das ist eine Geste der Freundlichkeit. Geste der Freundlichkeit ist, wenn ich hier sage, okay, ich ziehe dir hier noch eine Karte. Geste der Freundlichkeit ist, wenn ich dich frage, hast du Durst? Ja, okay, dann nimm hier Wasser von mir. Geste der Freundlichkeit ist, Krebs, du bist da am Kochen, warte, ich übernehme den Salat. Das Geste der Freundlichkeit. Krebs, wollen wir zusammen Pause machen? Oder Krebs, nächste Woche ist ein Konzert, bist du auch dabei? Wir sehen uns dann dort. Nicht Krebs, komm, gehen wir zusammen, sondern wir sehen uns dann dort. So die eben Geste der Freundlichkeit, so diesem, hey, ich bin dir freundlich gestimmt. Das hat dieser König der Münzen in der jüngsten Vergangenheit mehrmals getan und hat keine Resultate bekommen. Ja? Warum? Weil eben da kamen die Gesten der Freundlichkeit, dieses Hey Krebs, schön, dass es dich gibt, ich empfinde dich als eine positive Person da draußen in der Welt und du bist hier in Weltmodus, du bist nicht in einem Modus, wo du sagst, ah, du findest mich freundlich, ich komme jetzt zum Konzert. Ah, du findest mich freundlich, ich werde jetzt hier einen Kuss geben. Ah, du findest mich freundlich, oder du bist mir freundlich gestimmt, also werde ich da diesem Bonbon, den du mir zugeworfen hast, werde ich jetzt nachringen. So bist du momentan nicht drauf. Der Turm. Und dann passiert etwas, das alles komplett verändern wird. Schon mit der Weltkarte beginnst du die Legung sehr glücklich. Es ist die 360-Grad-Karte. Alle 4 Elemente hier auf dieser Karte sind aufgeführt. Sind alle 4 Elemente aufgeführt. Du glaubst, dass du momentan vollkommen bist, dass momentan alles bei dir, wie gesagt, 360 Grad komplett ist und du super glücklich bist. Aber, der Turm, das Universum sagt dir dann, warte nur, du dachtest, dass das Maximale ist, das ich hervorbringen kann, nachdem du den Regenbogen gesehen hast, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, schau dir mal den Mond an, schau dir mal, wie ich Gewitter plötzlich bringen kann und dann denkst du, dass das Maximale ist? Badabum. Wir haben hier Schmetterlinge abgebildet, du bist jetzt noch eine Raupe. Raupen sind auch schön, ja, aber du bist jetzt noch eine Raupe. Dein Leben wird noch zu einem Schmetterling. 4 der Schwerter hier. 8 der Stäbe habe ich hier liegen. Es wird hier vor allem darum gehen, Krebs, dass hier eine gewisse Vorwärtsbewegung bei einem Thema, es geht hier vor allem um diesen König der Münzen, sehr, sehr, sehr schnell vorwärts gehen wird bei dir. Okay, ich habe hier 8 der Stäbe liegen, da geht es um Vorwärtsbewegung und auch um Kommunikation, die in Richtung Zukunft geführt wird, ja, wo es dann darum geht, wohin es ab jetzt für dich gehen soll. Schmetterlinge fliegen, ja, Raupen, die kriechen und jetzt sollst du regelrecht fliegen. 4 der Schwerter musst du dir hier keine Sorgen machen, schau mal, es geht hier mit 4 der Schwerter, boah, ist das dunkel, so, schau, eine Geste der Freundlichkeit, siehst du, das ist gemeint, jetzt habe ich es heller gemacht, hast du das gemerkt? Das ist eine Geste der Freundlichkeit. Okay. Es geht hier darum, dass du jetzt merken wirst, dass du hier mit der Weltkarte gar nicht an jenem Punkt bist, wo du jetzt sagen kannst, okay, Beine ausstrecken und ausruhen, sondern dann hier merken wirst, Gott, verdeckt, da kommt was auf mich zu. Ich brauche jetzt Ferien. Hm? 4 der Schwerter ist die offizielle Ferienkarte. Du wirst dann in die Ferien gehen, da wird etwas Lebensveränderndes passieren zwischen dir und dieser Person hier und das wird dann dafür sorgen, dass du dir hier erstmal eine Auszeit gönnen möchtest, bevor du dich hier zusammentust mit diesem König der Münzen und hier an irgendetwas arbeitest. Okay? Es ist etwas Zukunftsträchtiges.
Es ist etwas Zukunftsträchtiges hier und es ist halt etwas, wo, oder, dass ein neues Kapitel bei dir aufschlägt und auch deine Welt, wie gesagt, verändert, wo du dir eine neue Welt dann aufbauen musst. Mit diesem Menschen. Okay. Ich sehe hier übrigens noch ein zweites Szenario noch, einfach zusätzlich. Schreib dir das hinter die Ohren. Du hast da irgendeine... Das ist jetzt neben der Hauptgeschichte, sehe ich hier außerdem, dass einige von euch eine männliche Person in eurer Familie haben, die diese männliche Person ist sehr freundlich, sehr charmant, hat viele eben Gesten der Freundlichkeit und erwartet im Gegenzug, dass sein Lebensstil finanziert wird. Redet mit dieser männlichen Person. Ich weiß nicht, ob das dein Bruder ist, ob das dein Vater ist oder sonst was ist. Wenn dieser Mensch so weitermacht mit dir, so weitermacht, dann wird hier diese Verbindung ein für alle Mal kaputt gehen. Ich sehe hier sogar, dass der Kontakt dann abgebrochen wird. Schmetterling kann nicht mehr Raupe werden. Es wird dann unwiederbringlich sein. Ja, redet mit diesem Menschen so nicht. Ja, okay. Ich sehe hier ja auch mit Vier der Schwerter, dass du das gar nicht willst, da deinem Bruder die ganze Zeit die Miete bezahlen, nur weil er nett zu dir ist. Okay? König der Münzen, das ist nicht deine gestresst Karte, aller, ich habe kein Geld, hilft mir, sondern ich will es bequem haben. Zahl es mir doch, ich bin nett zu dir. Hier, trink Wasser. Krebs, ich werde hier das Hauptszenario verfolgen, ja, hier mit diesem König der Münzen als Herzensmensch hier, ja, wo sich etwas komplett verändert, so dass du hier erstmal eine Pause dir gönnen musst, bevor du dieses nächste Kapitel angehst. Da werde ich schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du hier vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye!